schönstes Wetter. Natürlich bin auch ich jetzt etwas draußen, frische Luft schnappen, und zwar über Nacht. Wir haben zwar die Ausgangsbeschränkung, aber ich bin hier mit niemandem zusammen und ja, somit kann ich auch keinen anstecken, wenn ich es haben sollte. Also ich fühle mich wohl. Aber man weiß ja nie. Ich brauche hier keinen Mundschutz, bin einfach absolut alleine. Jetzt habe ich ein tolles Setup aufgebaut. Und zwar habe ich ein neues Tarp. Das habe ich kennengelernt auf dem Kanal von der Susanne Williams. Also danke, Susanne, fürs Vorstellen. Da bin ich erst überhaupt darauf aufmerksam geworden. Habe das Tarp auch dann gleich bestellt, weil ich es so ultra geil fand. Das ist das Nordisk Foss Tech SI Tarp. Und ja, da stelle ich euch das mal vor. Ich habe es aufgebaut und das gucken wir uns jetzt mal an. Wenn ihr Lust habt, bleibt dabei. Das Nordisk hat nämlich als Besonderheit die Funktion eines Reißverschlusses, dass wir es hier als Vordach haben. Das wird nachher runtergeklappt und dann kann man das hier schließen. Das zeige ich euch jetzt mal. Das Nordisk Tech hier, Foss Tech, hat überall massive Trageschlaufen und Schlaufen zum Abspannen. Wir haben hier ist keinen Stock in die Mitte reingetan, sondern haben hier eine Ridgeline ran gemacht, damit in der Mitte dann ein bisschen mehr Platz ist. Man kann das Tarp auch als Trage verwenden, weil eben stabile Griffe dran sind, die ich jetzt ein bisschen umfunktioniert habe als Heringhalter, Heringschlaufen. Das Tarp ist, ich glaube, 2,60 m mal 2,40 m groß und somit könnte man also hier zu zweit wunderbar drin schlafen. Wir haben zwar super tolles Wetter gerade, aber die Nacht soll noch leichten Bodenfrost geben, also 0 bis 1 Grad minus. Und ich habe hier endlich mir geleistet den Gervan Fjällducken Extrem. Das ist die wärmste Version von diesem Gervan Bag in Mountain Tan. Und ich werde heute ohne Schlafsack, nur mit T-Shirt hier drin schlafen. Natürlich ist eine Isomatte drin. Und ja, dann werden wir mal sehen, ob ich bei minus 1 Grad ohne Schlafsack den Extrem nutzen kann. Jetzt zeige ich euch drin nochmal im Tarp eine Besonderheit. So, und zwar kann man natürlich das Tarp von innen und von außen aufmachen, beide Richtungen, aber wir haben hier nochmal eine Halterung für zum Beispiel eine Zelt. Lampe, ups, so muss ich sagen, kann man hier noch was hinhängen. Und daran sieht man auch wirklich, dass es auch nicht nur als Tarp nutzbar ist, sondern eben auch als Tipi. Natürlich, wer schon mal draußen bei Frost gecampt hat, der weiß, dass die Schuhe natürlich hier einfrieren. Und ja, damit das nicht passiert, tue ich sie in die Packhülle vom Gervan. Der Gervan Bag, der ist 2,20 Meter lang. So, einschuppeln. Und das kann ich dann in den Fußbereich reinlegen, ohne dass mich das stört. Und somit habe ich in der Früh schön warme Schuhe und nicht eingefrorene Schuhe. Und das Tarp kann man auch als Hängematte aufbauen. Es ist robust genug, hier in der einfachen Version. Hier ist die Hängematte-Variante mit Dach. Und das ist jetzt die Hängematte-Version mit Dach, wenn es regnen sollte, also die Schlechtwetterversion, so kann man es dann sparen. Man kann gut sehen, dass man dann doch relativ gut geschützt ist. Dafür, dass das eigentlich ein Tarp ist mit Zusatzfunktion, ist das schon eine tolle Sache. Und hier das Tarp als ganz normales Tarp, mal schnell aufgespannt.
Und jetzt sieht man auch, wie viele Abspannpunkte hier dieses Tarp hat. Das Tarp hat an jeder Seite 5 Abspannpunkte. Auch hier am Reißverschluss, den man hier noch sichern kann mit dem Karabinerhaken. Und auch in der Mitte. Wofür sind jetzt aber diese großen Schlaufen da? Das sind Trageschlaufen, weil ich kann das Tarp auch als Nottrage für Verletzte verwenden. Man legt das Tarp doppelt, was ich jetzt getan habe. Legt den, ja, das Subjekt auf die Trage. Und idealerweise, wenn man 6 Personen ist, wir haben nämlich 6 Schlaufen, können wir den hier wunderbar tragen. Ja, also ich würde natürlich auch 4 Personen gehen, also eine Person hier, eine Person dort und jeweils eine an der Seite. Mit 4 Personen könnte man auch ganz akkurat eine schwere Person tragen. Es ist stabil genug. Es ist auch dafür gedacht. Das ist also dieses Multifunktionstarp finde ich unglaublich toll, weil man hat es als eine Nottrage, man kann es als Tarp benutzen, man kann es als Lavu benutzen. Man kann es als Lavu mit offenen Front benutzen, wie ihr schon gesehen habt. Man kann es als Hängematte benutzen, mit Hängematte, mit Dach. Ist fantastisch, was man alles mit diesem Tarp machen kann. Deswegen habe ich es euch mal vorgestellt. Dank des 2-Wege-Reißverschlusses kann ich jetzt auch als Notponcho hernehmen. Dann mache ich noch einen kleinen Gürtel rum, dass es nicht vom Boden streift und habe einen Poncho. Das geht mit dem Tarp auch noch. Mehr Multifunktionalität geht nicht. Ja, ich habe euch ja gezeigt, dass ich in den neuen Tarp heute als Lavu geschlafen habe und dazu habe ich auch mein neues Schlafsystem hergenommen. Und zwar ist das von Gerven, der Fjellducken Extrem. Extrem deswegen, weil er die stärkste G-Loft-Fütterung hat und hat sich wunderbar bewährt. Ich habe ohne Schlafsack drin schlafen können, nur mit der Isomatte. Und wir haben heute Nacht Temperaturen gehabt um 1 Grad plus. Also gerade so knapp, also 0 Grad waren es nicht. Und war schön warm. Man kann ja auch total schließen, aber was ich euch zeigen wollte ist, ich wollte euch den jetzt nicht groß vorstellen, aber die Tarnung, das ist dieses Mountain Camo und das ist das Felsen mit normalem Moos, das sind ja Moosflechten, aber trotzdem ist das eine irre Tarnung hier in den Bergen. Ich wohne hier an den Bergen, wundert euch nicht, ich bin jetzt nicht groß rumgegangen, ich bin 10 Minuten von zu Hause weg. Ich weiß, wir haben Ausgangsbeschränkungen, für mich ist das hier ein Spaziergang mit dem Hund, ich habe heute auch übernachtet, aber alleine. Keiner hat gestört, keiner wurde angesteckt, wenn ich was haben sollte. Ich glaube nicht, dass ich was habe, aber man muss ja aufpassen. Und deswegen habe ich euch, weil ihr zu Hause ja sein müsst wahrscheinlich, euch mal den kurzen Film hier gezeigt und hoffe, ihr konntet euch ein bisschen unterhalten. Aber dieses Teil, das ist unglaublich gut. Ein Biwaksack, den man auch als Poncho hernehmen kann und als Tarp. Da nehme ich ihn aber überhaupt nicht her. Das ist für mich nicht so wichtig. Das ist für mich ein Biwaksack in den Bergen, hervorragend geeignet. Oder in Island, wenn ich mal in Island wieder bin. Oder in Norwegen. Dann kann man wirklich unter einem Tarp schlafen. Das ist wasserfest, es ist winddicht. Ein Tarp drüber, ein Setup auch für den Winter. Und das in diesem irren Camo hier für die Berge.